Jungs, das Ende fehlt nicht. Ich habe es gerade kontrolliert. Ich mache aber trotzdem noch ein Stück dazu, weil ich vieles vergessen habe. Und weil wir ja eine neue frische SD-Karte drin haben, können wir ein bisschen auch mehr ins Detail gehen. Ich bin kein Freak von flachen Felgen. Es wäre nicht Zeit, dass sie mal schönere Felgen machen. Selbst für Wettbewerbsauto. Weil schöne Autos, die rumfahren, ziehen auch mehr Leute an, das Zeugs zugucken und dann zu kaufen. Allerdings haben die schön gemacht, die haben ein bisschen Offset, was die Mutter hier und das Gewinde ein bisschen schützt von den Aufschlägen. Denkt daran aber trotzdem, wenn mal hier ein anderes Auto drankommt, Schraube zu Schraube, kann sein, dass dieser kleine Schlag hier das Ding löst und es losgeht. Das sind so kleine Sachen. Vielmal fragt man sich, wieso ist das Rad ab, obwohl ich es angezogen habe. Das sind so Sachen. Oder ein Schlag, oder es ist heiß geworden, Kunststoff hat ein bisschen gearbeitet, Felge hat einen Schlag gekommen, hat sich ein bisschen bewegt. Das passiert da und wann. In dem Auto, Unterschied mit dem 811er Baureihe ist das hier. Du hast jetzt eine außenliegende Nuss mit einer ausliegende Madeschraube. Die Zelle ist daher ein bisschen kompakter geworden. Du hast einen Schnellzugriff zum Differential. Hinten vorne hier die zwei Schrauben, hier die zwei Schrauben und natürlich mindestens eine Seite oder von mir aus beide die Stabistange lösen, damit du den Deckel wegbekommst, weil der Flügelhalter ist dein Weg, dann wird es ein bisschen knapper. Vorne geht es dann wahrscheinlich raus. Nur mit Stoßdämpfer abhängen. Da kannst du das Teil hier oben liegen lassen, damit du an die Differentialen kommst. Die Differentialen sind auch einfach gebaut bei Serpent. Du hast nicht 115 Unterlagscheiben drauf, wie Arma und so. Und alle Hersteller, die da was falsch gemacht haben, dann irgendwie den Weg zurückschaffen wollen. Ich habe auch gern, dass hier keine mehr Lager mit einem Rand dran sind. Ich habe den Namen vergessen auf Deutsch, weil die Lager sind größer als die anderen, die sie vorhin hatten. Und das war ein bisschen der Schwachpunkt. Das haben einen Moment lang viele Hersteller gemacht, um Gewicht zu sparen. Kleinere Lager, schmälere Lager. Und die halten das einfach nicht aus, was wir mit den Autos machen. Also bin ich froh, dass es jetzt das dran ist. Natürlich, Zentadiff hat flache Verzahnung und vorne hinten hat seitenliegende Verzahnung. Vier Satelliten, zwei Planetaren und keine Unterlagscheiben zwischen den zwei, weil es guten Stahl ist. Und bei Serpent ist es so, dass es funktioniert. Die meisten machen das so, dass du natürlich die Verbindung zwischen Planetar und Hauptzahnrad oder auf der anderen Seite mit dem Körper hier hast du noch eine kleine Unterlagscheibe, das heißt Planetar, Fett, Unterlagscheibe, Fett, Teil, damit alles ein bisschen besser dreht und mehr Ausdauer hat. Bei Serpent brauchst du das nicht. Es gibt noch ein, zwei andere Marken, die das machen, weil hier bist du direkt. Wir haben hier einen Stahlrand gemacht, hier und hier drin, was so gedacht ist, damit das Planetar schön drauf läuft und trotzdem Ausdauer hat. Wo es nicht klappt, selbst mit Unterlagscheiben, zum Beispiel bei T-Magic E6 und Arma. Die haben Unterlagscheiben drauf, aber die fräsen sich ab. Also nützt das alles nichts, wenn es schlecht im Stahl ist. Bedienungsanleitung ist natürlich easy, einfach gemacht. Es ist nicht eine Montageanleitung, es ist einfach die Explosionszeichnung für Leute, die natürlich gewöhnt sind, mit Plan zu arbeiten oder Mechaniker oder logische Leute, das ist kein Problem. Für den Anfänger ist es eventuell nicht das Beste, aber es ist trotzdem schön übersichtlich. Die Referenzen sind dran, leider nicht hier die Teile in echten Größe mit den Schraubenmaß. Es sind einfach Referenzen für die Schrauben, was überhaupt nichts heißt. Es gibt gewisse Hersteller, die da Referenz haben, die, wenn jetzt das 3x50 sind, zum Beispiel, steht da 11, 30, 50, dann weißt du, dass es M3 ist, 50 mm. Die haben das nicht, also kann es ein bisschen kompliziert sein, aber du kannst ja auf Internet jetzt also haben, natürlich alle Optionalteile, die dazugehen,
kannst du natürlich noch dazu kaufen. Gibt ja nicht mal viel. Das ist alles. Nee, du musst einfach auf die Website, das ist nur ein Beispiel. Weil wie gesagt, du kriegst halt die Aluminiumteile für die Achsenhalterung und alles tutti quanti. Was werden wir sehen? Mit dem Original-Servo, weil er aufgekeilt ist, weil er zu hoch ist, kommt das Teil hier an die Karo und schabt sie ab. Das ist eine Kleinigkeit. Wenn es dich nervt, kannst du hier ein bisschen untersetzen, ein bisschen höher machen. Und wie kannst du jetzt hinten höher machen? Einfach, du kannst es aber anschneiden. 2,5 mm durchbohren, so und so. Eine lange Madeschraube rein, wieder draufschrauben. Da kannst du einstellen. Du kannst da gar natürlich einen Keil darunter machen, damit es nicht nur auf der Schraube liegt oder so. Das ist jedem frei. Du kannst einen anderen Servo bauen, der tiefer ist, damit du runter kannst, dass das nicht passiert. Ein anderes Servohorn, das ist eine Kleinigkeit, aber mich persönlich nervt es auch. Weil du die Karo streifst und abreibst. Ist unwichtig, ist einfach ein kleines Detail. Wir werden sehen, ob der Gulair C-Regler, also ZTV, besser hält als die anderen ZTV, die ich probiert habe. Weil vielmals wurden wir enttäuscht von den Regler. Nein. Die Lenkung, muss ich noch sagen, ist hier auch auf der Ackermann-Platte mit Lager montiert. Das siehst du niemals auf ein RTR-Auto von diesem Preis. Da kann auch 6S. Und damit ist das Auto, muss ich sagen, für mich jetzt aus der Schachtel. Ich kenne ja den Antrieb, ich weiß, dem passiert nichts. Einfach top of the pop für ein RTR-Auto. Damit kannst du AMA vergessen, weil, oder der AMA TLR, das ist ja nicht mehr RTR, kostet 450 nackt. Wir haben hier einen besseren Antrieb, besseres Stahl, besseres Aluminium, 7075 T6, Chassisplatte und Dämpferbrücken, Dämpferkörper. Das ist besser als Hobau. Hobau hat einen schwachen Motor. Und wenn du nicht die Pro-Version nimmst, bist du weit von dem, von der Qualität. Der VSE macht den Job, aber der VSE Pro wäre als Einsteigsmodell für Piste von mir aus besser. Er fährt sich auch viel besser aus der Schachtel. Aber die machen nicht RTR. Was gibt es noch? Corrali, der Radix oder so. Aber das sind... Wie AMA sind das schwere Autos. Der wiegt jetzt 3,8 Kilo mit Batterie drin. Die anderen sind bei 4 und 4,2 Kilo. Und der ist knapp bei 3,8, also 3,7, 3,8. Das merkt man beim Fahren bei so einem Buggy, ist klar. Natürlich ist es jetzt von Gewicht her. Also wenn du leichte Batterie hast, ist es schön im Pendel. Wenn du schwere Batterie hast, hat er halt hinten Last. Deswegen fahre ich meistens lieber Autos, die Motoren hier haben. Dann, wie gesagt, kannst du einen längeren Motor machen und du kannst mit der Batterie hier ein bisschen mehr rumspielen für den Pendel. Aber ich fahre Hobby. Grundgenommen gewöhne ich mich einfach an das Auto und fahre so, wie es ist. Wir werden es mal Stock probieren, außer die Höhe hier habe ich raufgemacht. Also nicht der Höhe, es steht nicht höher, sondern den Federweg losgelassen, weil ich das mag, Federweg. Was ich sehr wahrscheinlich ersetzt nach der Fahrt, ist das Servo. Und eventuell Tieföl. Für mich, für meinen Fahrart, aber für den, also für einer, der einsteigen will, ist für mich das wirklich jetzt ein guter Einsprung. Gerade jetzt, wo AMA Riesenprobleme hat mit EU-Normen, Material kommt nicht, also das ist ja schon seit Jahren so. Also das war vor dem Virus, hatten wir schon bei AMA, dank Horizon Hobby, Zufuhr an Materialproblemen. Irgendwie killen die alles, was die in den Finger kriegen bei Horizon Hobby. Vatera haben sie gekillt, Durango haben sie gekillt und so weiter und so fort. Also es ist langweilig mit denen. Preis geht auf, Qualität geht runter und dann kommt keine Teile mehr. Immer nur neue Autos, aber keine Teile dafür. Das nützt nichts. Null. Nada. Was natürlich hier cool ist, wie gesagt, ist, dass du vom Wettbewerbsbuggy den Antrieb hast.
Und als Upgrade, was brauchst du hier als Upgrade? Vielleicht, wie gesagt, die Keilen, die Achsenkeilen vielleicht eventuell und das war's. Obwohl es vorne sogar noch ein bisschen fetter ist als auf dem Serpent MTE RTR, wie es aussieht. Also das werden wir sehen auf der Fahrt. Ich habe jetzt den genommen, nicht wirklich zu entdecken, wie die sind, weil ich genau wusste, was ich da an Qualität kaufe. Ganz einfach. Also ich bin hier eine Nummer sicher gegangen. So einfach ist es. Und das ist das Schöne daran. Ich mag Yamas, aber du musst wirklich mehr Diff-Unterhalt dran machen. Die sind schwer. Die Teile kommen nicht, der Corallie, Radix und also die andere Version, die sie davon machen, sehen geil aus, sind auch cool, aber da fehlt auch noch ein bisschen was dran. Und das billige Aluminium und Stahl merkt man beim Fahren mit Gewicht. Wenn du natürlich nur rumbächst, ist es kein Problem. Auf der Piste der und der VSC zum Beispiel oder der T-Magic B8. Ja, der T-Magic B8 ist überholt von Weitem. Aber der war halt bis jetzt, vor die Preise heraufgingen, der billigste. 320 € kostete er, bevor die Preise heraufgingen. Für einen RTR 1.8er Buggy, wo jeder auf die Pisten kann, fand ich echt cool. Die Preise sind rauf. Der VSE war auch cool, aber die Preise sind auch rauf. Und mit dem Preisaufstieg ist der jetzt, er ist noch ein bisschen teurer als die zwei, aber Qualitätsunterschied ist doch groß. Leute, die eine habt, meldet euch, die den SRX normal haben, auch melden, was ihr da als Unterschied sieht. Die den 812er hatten oder immer noch haben, was findet ihr cool oder nicht? Und jetzt kommen wir zu den zwei negativen Punkten noch. Was soll das sein? Der Knopf ist einfach nur mit dem Kabelbinder so am Rumlummeln. Das geht irgendwann mal schief. Garantiert. Weil der Kabel ist so kurz und die hatten nirgendwo Platz, um das Ding festzumachen. Du kannst ihn nirgendwo anmachen, damit er aus dem Weg ist und nirgendwo rankommt. Das ist ein bisschen schade, weil wir reden hier über den SRX 8 und haben so einen Fackel dran. Und das andere ist, habe ich vorhin erwähnt, der Bremsweg hier. Die Feder musste hier viel härter sein. Wenn du Anfänger bist, kann ich dir nur raten, mach mal einen Schaumstoff hier dran, damit du gegen den Schaumstoff kämpfen musst für Bremsen, damit du ein bisschen sanfter bist mit dem. Die Funke ist natürlich billig gebaut, aber die macht den Job. Reichweite ist auch okay, einfach das mit der Bremse. Selbe wie bei Coralli. Wir haben ja auch das Problem bei den Coralli mit der Bremse. Vorteil natürlich vom Buggy, kleine Reifen, weniger Widerstand, rutschen mehr durch. Also, wenn du zu hart bremst, passiert da nicht so viel als natürlich mit dem Monster oder mit einem Truck in der Luft, wenn die Nase ein bisschen hoch ist und du bremst zu viel, stürzt der gerade ab. Monster natürlich ist noch brutaler, aber dank Stoßstange kommt er da besser davon. Auf dem passiert es dann weniger. Er kommt dann runter, aber nicht gerade auf dem Dach. Außer du machst eine Vollbremsung, ist klar. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der Regler Stock eingestellt ist auf der Schachtel. Werden wir sehen. Wenn wir programmieren, bevor ich fahren gehe, mache ich ja wahrscheinlich auch den Knopf hier fest irgendwo. Ich löte mir auch andere Kabel drauf. Flachstecker sind immer das Falsche bei Stecker, die sich bewegen können, weil du Wackelkontakt haben kannst, Funken macht heiß, kann diese DIN-Stecker zum Schmelzen bringen, dann bewegen sie sich, dann hast du noch weniger guten Kontakt und nicht vergessen, Jungs, zum Beispiel Autobatterie 12 Volt, wenn du den Minus anhängst, dann der Plus, machst du einen Funken von 50 bis 60 Volt, weil du gehst ja an Polen ran irgendwann. Bist du so nach, dass der Strom springt? Diesen Funken hat 40 bis 50 Volt, nicht 50 bis 60. Und der geht dann an die Elektronik ran. Deswegen stecken wir immer zuerst
den Plus an, dann den Minus. Damit geht der Funke zur Masse. Das macht der Elektronik weniger. Und der Funken hier, wir fahren ja 15 Volt, geht also bis 60, 70 Volt drauf. Wenn du 6S fährst, wird es bis 100 Volt. Das macht natürlich heftige Schläge hier in die Stecker rein, in die Elektronik vom Regler, weil es geht ja ihm rein. Also denk daran. Von mir aus sollte jeder Regler Anti-Spark original eingebaut haben. Ganz einfach. Natürlich geht es gut mit 2, 3, 4, 6S geht noch. Mit 8S wird es wirklich haprig. Mit 12S machst du das niemals ohne Ding, weil der Funke ist so groß, dass du wirklich so einen Pol verschmoren kannst. Oder sogar, wir haben es schon gesehen, bei einer, der unbedingt Dienststecker fahren wollte mit vielen Volt, hat den Lötpunkt hier gerade losgeschweißt. Ich sag's nochmal, denkt daran, wenn ihr Batterie reinmacht, passt auf, dass hier nichts in Ritzel und so weiter und so fort kommt. Aus der Schachtel ist er schön eingestellt. Wenn ich weiß, wie er eingestellt ist, sage ich das euch auf dem Fahrvideo, wenn ich daran denke. Wenn ihr es wisst, natürlich runterschreiben. Bei dem Beschrieb ist es nicht drin. Und das war's. Das hat mir wirklich sehr angenehm überrascht hier. 1900 kV und 6S, das gefällt mir riesig. Wie gesagt, ich will nicht mit 6S schneller fahren als ein Wettbewerbsfahrer mit 4S. Ich will einfach nicht so einen hohen Strom haben. Die fahren mit 220, 250 Ampere Regler mit 4S 10.000er und schaffen kaum die 10 Minuten Runden. Also in Offroad geht es noch, aber in GT wird es ein Problem. Und wir können ja mit 6S 5.000er 15, 20 Minuten fahren mit selben Tempo. Also, wieso weiter hagen auf 4S mit so vielen Ampere? Wenn es so weitergeht, machen die uns noch 3S-Buggies mit 300 Ampere und 20.000 3S-Batterie. Das heißt, wir gehen total umgekehrt, als was jeder Elektronikhersteller macht in der Welt. Weltweit auf jedem Elektrogerät. Das gibt es nur im Erzsport, dass sie wollten runtergehen, KV wieder rauf und Ampere rauf. Jeder andere, Automobilbranche, Scooter, Roller, Rollbrett, Elektro, alles was Elektro ist, hat wenig KV, viel Volt, damit die Ampere runtergehen und dann kannst du mit billiger Batterie fahren. Das ist der Zweck davon. Weil teure Batterie und mit viel Milliamp werden auch schwerer, sind teurer, wenn sie AA sind, sind sie AA. Oder? Ist doch viel schöner, mit 2-3S fahren zu können, die relativ billig sind. Doppelte Laufzeit vom 4S und am Schluss ist alles nur lauwarm anscheinend gekocht. Ich mag es so. Ich hoffe, dass der Wettbewerb sich da auch umdreht und auch in die Richtung geht. Wie gesagt, weil es im Sinn ist, die Hobbyfahrer sind die, die das Geld bringen. Und auf den muss mehr aufgepasst werden als auf die anderen. Das ganze Downsizing bringt nichts. Wir haben es gesehen, in der Autobranche bringt alles nichts. Wird nur alles schwächer. Tschüss Jungs, macht's gut. Hallo Jungs, ja, die Ladegeräte sind am Laden. Ich will ja die Batterie laden, um das Ding fahren zu gehen. Wir sind hier im echten Leben. Ich mache jetzt nicht meine Ladegerät ab, dass du das Wuscheln nicht hörst, weil ich nicht nachher noch eine Stunde warte, um zu fahren zu gehen. Video ist wie immer nicht vorbereitet. Ihr habt einfach das Vorteil auf der deutschen Version, dass ich ja schon das Ding auf Französisch gemacht habe und da ein paar Sachen gesehen habe oder das also nicht überlegt habe, aber auf jeden Fall mal schon das Auto entdeckt habe. Trotzdem, da und wann gibt es, sage ich mal, was Falsches, heißt aber nicht, dass keiner das sagen kann. Jungs, immer in den Kommentaren sagen, halt, da hast du was falsch gesagt, und das Richtige hineinschreiben und so weiter und so fort. Jede Idee ist immer auch willkommen, weil hier geht es nur um uns Hobbyfahrer, nichts anderes. Deswegen ist das Auto hier, ich habe 2 Monate lang darauf gewartet. Ich wollte ein 811er kaufen, weil ich mit dem MT natürlich zufrieden bin von Serpent, mit dem Truggy war ich zufrieden und ich habe ja nicht viel Buggies hier, ich bin kein großer Freak von Buggies, habe da und wann mal einer da,
weil es ein toller Allrounder Auto ist, und meistens ist es ein Alter, dass ich, den ich dann auf die Rampe schieße. Und da sind Buggies gut, die sind leicht, haben die gleiche Leistung als die Monsters und die Truggies. Und die Landung macht denen halt weniger weh. Das gleiche mit dem Antriebsstrang. Der Antriebsstrang ist ja vorgesehen für schwere Auto. Der Truggy ist 4,5 Kilo. Und das Ganze in einem kürzeren, leichteren, weniger breit Auto mit kleineren, leichteren, weniger Grip-Reifen macht natürlich, dass der Antrieb in einem Buggy sehr selten defekt ist. Selbst bei Marken, wo es nicht gelungen ist, mit den größeren Autos, wie jetzt bei Corrali, mit den Muggies geht es nicht. Es ist zu viel für die Plattform. Truggy geht, Buggy geht, kein Problem. Arma hat auch das Problem. Und viele andere Marken auch, das sind nicht nur die, ich rede jetzt von RTR-Autos für den jeden Gebrauch. Und da habe ich gehört auf einmal, ja warte mal, mein Verkäufer hat mir gesagt, nimmt nicht den, es kommt ein neuer. Das ist mal schon mal ein toller Shop, weil wer macht das? In der Regel verkaufen sie das Ding, dass es los ist, und es gibt nur wenige Laden, die sagen, es kommt ein neues Modell, du kriegst, oder du kriegst Rabatt auf den, oder wartest auf den neuen. Das ist einfach super, mega Hammer. Also habe ich gewartet 2 Monate auf den und mega gute Neuigkeiten. Inzwischen habe ich mit dem Importeur, einem französischen Importeur geredet, super nette Menschen, die auch mit dem Deutschen mitmachen, damit Serpent, wie gesagt, die RTRs besser anbietet, weil das ist nicht der Bereich von Serpent. Sie haben einfach gemerkt, dass während Corona-Krise gab es ja keinen Wettbewerb. Die Hobbyfahrer waren aber immer noch da. Die haben gekauft, die tragen ja das ganze RC-Sport. Wenn du jetzt 1000 Buggies in einem Jahr verkaufst für Wettbewerbsfahrer, rentiert das nicht. Du musst mehr verkaufen, und da kommen die Hobbyfahrer ins Ding rein. Wir sind die, die den Hobby tragen, und nicht andersrum. Ich kaufe kein Auto, weil er Weltmeister von irgendwas ist. Ist mir egal. Und die haben uns einen 1900 kV Motor eingemacht, in 68 lang, weil der Motor vorne liegt, da gibt es keinen Platz, da musste schon der Chassis länger sein. Wie im Truggy zum Beispiel, im Truggy und im Monster Truck hast du natürlich einen 74er Motor. Ich habe die 74er lieber, selbst in Buggies. Die 500 bis 700 Watt mehr, das sind zwischen 0,7 und 1 PS mehr, bringen was. Ich rede jetzt nicht von Top Speed, ich rede von Drehmoment und weniger Hitze. Serpent hatte die gute Idee für den Monster Truck, den Rotor vom Motor ist ein bisschen fetter. Der hat mehr Drehmoment als ein normaler 74er Motor, deswegen geht es ihm gut im Serpent MT, der 5,5 Kilo schwer ist, wegen dem großen Reifen. Das ist das Problem auch, und sie haben auch die Untersetzung anders gemacht in den Zellen und im Center, damit es besser geht mit den großen Reifen. Das ist der Fehler von Corrali und Arma, die einfach, also selbst im Serpent wäre ich dafür, also im MTE ein Untersetzungsgetriebe zu haben, um die Kraft besser zu verteilen und weniger Stress für Motor und alles haben. Aber soll's. Auf jeden Fall. Die Buggies sind für mich, für Anfänger, die besten Autos. 1:8er. Wieso 1:8? Weil die 1:8er nicht teurer sind als viele 1:10er Auto, die ein bisschen größer sind, wie kleine Monster Trucks. Oder Sachen, wie jetzt, wenn du guckst, Arma Granite, 370 Euro. Team Esso, Rival MT10, 320, 350 Euro. Trax ist natürlich 530 Euro, ein Hoss 430, 450 Euro und Stampede. Für das Geld hast du das Auto hier, was genauso gut durchkommt. Natürlich sieht es nicht gleich aus, es ist aber ein besseren Allrounder. Straßenreifen drauf, bist du auf der Straße unterwegs, fette Noppen, bist du im Rasen unterwegs oder im Grund mit den kleinen Noppen im Rasen oder im Sand. Oder wie du willst, es ist einfach. Also grob gesagt brauchst du 2 Satz Reifen und dann kannst du fast alles machen wie das Auto, kannst du hochstellen. Also wirklich viel Federweg hat das Ding. Du kannst jetzt, weil es kommt ja immer mehr jetzt, dass zum Beispiel diese Proline macht so Reifen mit 17 mm Mitnehmer, die aber breiter sind und fetter für ein bisschen mehr so ein Buggies, also Offroad Buggies Teil. Du kannst natürlich auch, wo habe ich die jetzt liegen, hier wie auf dem FS Racing Konrad Reaper Bimsbums kannst du so Sachen montieren. Natürlich brauchst du ein bisschen Verbreiterung. Kannst easy umbauen. Du kannst hier eine GTKO drauf machen. Du kannst eine
Beetle-Karo drauf machen. Einfach wo die Post hier von Arma montieren, das ist ein Anstellbar in der Höhe. Kannst du ein Beetle draus machen. Du kannst, wie gesagt, ein kleiner Rallye-Auto daraus machen. Alles, was du willst. Die Autos sind einfach zum Transportieren, klein, umgängig, easy zu reparieren. Wie gesagt, der Antriebsstrang ist für Fetteres vorgesehen, also hat er hier drin keinen Stress. Bei Serpen sowieso nicht. Die haben den Antriebs vom Wettbewerbsbuggy in den RTR reingepumpt. Wieso? Weil es billiger ist, überall dasselbe verbauen, als extra schwacheres Material bauen für die RTRs. Und auch mehr Referenzen, mehr Lager für die Laden. Also ist es viel umgängiger so. Es gibt ja im Maßstab 1:1 auch immer mehr, sogar zwischen den Marken gibt es denselben Ölfilter oder dieselben Bremsen etc. etc. Das Ding kann 6S. Für uns Hobbyfahrer ist das schön. Wir wollen nämlich nicht die Hälfte mehr schnell fahren, zwischen 15 und 22 Volt. Wir fahren eine kleine Rätsel, fahren gerade so schnell als die Wettbewerbsfahrer in 4S, haben aber weniger Hits, weniger Stress für die Batterie und damit hält alles länger. Natürlich, denkt daran Jungs, die Wettbewerbsauto oder für die Wettbewerbsszene sind gedacht, um 10 Minuten zu fahren. Danach können sie abkühlen, in der Regel halb, 3-4 Stunden, bis sie wieder fahren. Wir Hobbyfahrer, wir fahren dann 20, 25, je nach Batterie 30 Minuten mit dem Dinger und wir sind ein bisschen träger am Gas, muss man sagen. Auf den Wettbewerbspisten haben sie nur kurz mal Zeit, Vollgas zu geben. Die haben schöne Jumps und die fahren ja regelmäßig. Runde nach Runde. Wir machen es mal richtig, mal falsch. Mal zu viel Gas, mal zu wenig und so weiter. Aber zweimal länger, dann wird sowieso alles schön warm darin. Die Dämpfung haben sie auch gegenüber vielen anderen RTR-Auto von einem Wettbewerbsfahrer einstellen lassen und das ergibt, puff, stellt fest, kommt nicht wieder hoch, das ist typisch Wettbewerbspiste-Einstellung. Das Auto kam aus der Shuttle relativ tief eingestellt, ich habe jetzt natürlich alles losgedrosselt. Er kommt ungefähr so von der Höhe, was auf der Piste gut ist, aber für mich jetzt im Rasen und wo ich fahre, brauche ich ein bisschen mehr. Und ich habe es auch gern so, auch wenn ich es nicht brauche. Ich habe es einfach gern schön, wenn das Auto ein bisschen mehr, also so am Gas hängt, an der Bremse so und es schwebt. Wenn es einfach so losschwebt von der Piste, ich rate dir mal, das Auto einfach so lassen, wie es ist, RTR, wenn du Anfänger bist und probier mal so. Du wirst wirklich nicht enttäuscht zu sein. Tieföl haben sie leichtes Öl verbaut, hinten, vorne, Mitte. Was aber schön ist, weil es ist nicht mega frei. Ich sage jetzt nach Gefühl so 7 bis 10.000 hinten, 10 bis 15 vorn, vielleicht sogar 20 und in der Mitte. Das ist auch ein bisschen fetter, ich weiß jetzt nicht genau, was drin ist. Ihr wisst ja, da warte ich gerne auf euch. Ich habe gern für die Leute, die da Interesse haben, die das wissen, dass sie da mit uns mitmachen. Servo, immer der gleiche 15 Kilo Messing. Ritzel war auf dem MT ein Problem, auf dem Truggy geht es noch, ist aber langsam. Auf dem Buggy ist es natürlich weniger Stress für ihn, wegen den kleineren Reifen, weniger Stress am Antrieb und wirklich 2 Kilo weniger als der Monster und 1 Kilo weniger als der Truggy, das ist nicht wenig. Überall, also vorne haben wir CVD, der Rest ist Dogbone, wir haben das ganze Stahl, ist Federstahl. Schocktower und Chassis sind normalerweise 70-75 T6 Aluminium. Weil es der RTR ist, haben wir immer noch an den Achsen Spinten. Ich habe da lieber die Schrauben, um daran zu arbeiten. Aber wir haben es gesehen, selbst am Monster Truck sind die Dinger nicht weggeflogen, selbst in der Kiesgrube. Wo es ja extrem schwierig ist für die Autos, also kann man da nichts vorhalten. Die Stabilstange ist links, rechts befestigt, das heißt, du hast keine Schraube, um diesen nachzuziehen. Das ist gut, weil viele Leute, wenn du die kleine Madeschraube drin hast, um sie
um den Spiel zu gelingen, machen die Warteschraube zu satt. Wir haben es sogar gesehen, viele RTR auch so kommen mit komplett völlig blockierte Stabi-Stange. Das heißt, die Stabi-Stange wird Teil des Federung, weil es dann nicht mehr ein Stabi ist, sondern ein Torsionsstab, wenn es hier blockiert ist. Und es muss frei sein, weil es die Kraft von einem Rad zu dem anderen bringen muss. Siehst du? So ist es richtig. Es muss ein bisschen Spiel haben, aber natürlich nicht rumlummen. Wir haben hier, was aussieht nach Kunststoffkeilen, sind auch Kunststoffkeilen, aber in dem Kunststoffkeil ist eine kleine Stahlplatte. Ist nicht wie bei Arma oder so, wo noch Kunststoff drauf ist, damit die Achsen nicht drauffliegen und darunter ein billiges, fettes Aluminiumteil ist, was butterweich ist, obwohl es 5 mm fett ist. Es ist, bringt nichts. Ist nur schwerer, ist fett und ist doch schnell oval auf den Schlägen. Hier haben wir einen Kunststoff, was als ganz einfaches Sicherungsteil dient. Wir haben es gesehen auf dem Monster Truck, sehr harter Aufschlag in den Baum, in der Vorderachse, schräg rein, mit einem Jump. Hat es uns das Teil gekostet, aber da ein Stück Stahl drin ist, haben wir weiterfahren können. Es hat einfach dann Spiel da drin, es ist nicht gemacht zum so permanent fahren, es ist einfach, sie hätten es natürlich schmaler machen können, damit du einfach so weiterfahren kannst, aber ich finde es, also ich mag es. Ein Sicherungsteil hier haben ist cool, dann machst du hier nichts kaputt, nichts krumm und die Teile sind ja billig. Das ist von mir aus schön, kannst ja natürlich leicht auch mit den Optionalteilen verbessern, weil es ist ja nämlich der SRX8, das heißt, du kannst alle Teile vom SRX8 hier montieren, vom Wettbewerbsbuggy. Komisch ist hier Kreuzschrauben, halb so wild. Natürlich kannst du hier Madeschraube, Federweg blockieren. Du kannst natürlich hier auch die Feder drosseln. Denk daran, wenn du hier drosselst, wird die Feder nie härter. Die Feder hat zum Beispiel 5 Kilo Maximum Kraft. Du kannst sie so viel drücken, wie du willst. Sie hat immer nur noch 5 Kilo. Unterschied ist einfach, dass du hier, sagen wir mal hypothetisch, von 1 zu 5 Kilo einstellen kannst. Das heißt, wenn die Feder los ist, hat sie 1, 2, 3, 4, maximum 5 Kilo Druck. Und wenn du hier runterschraubst, ist sie auf 2 bis 5 oder 3 bis 5 oder 4 bis 5 oder einfach 5. Das heißt, jeden Schlag mit 5 Kilo 100 Gramm fällt sie durch. Das kapieren viele nicht. Die sind überzeugt, dass je mehr sie Vorspannung geben, je härter die Feder ist. Aber es ist falsch. Du verlierst einfach Progressivität an der Feder und die Feder ist einfach dann schneller reaktiv. Das heißt, wie gesagt, es geht mit 5 Kilo runter, 5 Kilo hoch. Und dann gummt das Auto meistens. Und wenn du sie bis 2 Kilo loslässt, dann geht sie rauf mit 5, 4, 3, 2. Und das Auto bremst dich ab, weil das Öl schön dick ist da drin. Wir haben natürlich Gummischutz auf den Stäbchen drauf. Die Kugelpfannen sind anders als auf die 811er Serie vom GT-LWB, vom GT-Kurz, also mit der 811er Serie, 811er Buggy und Serpent MTE. Also sehr wahrscheinlich, wenn ich mal dort eine Kugelpfanne kill, kaufe ich die neue hier, die sind ein bisschen fetter gemacht. Kunststoff ist flexibel, das haben die im Griff, ist cool. Du kannst hier nicht, wie bei vielen anderen, die Carbonplatten draufschrauben. Für die sie aber unbedingt wollen, ist es möglich, weil du da genügend Kunststoff hast. Für locker hier kannst du hier locker, also 3-4 Schrauben reinmachen. Für die, die das gern haben. Vielleicht gibt es von Serpent, wie bei Hotbodies, vielleicht Soft, Medium und Hard Kunststoff. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Du kannst die Spur einstellen, also nicht die Spur, sondern den Radstand. Natürlich kannst du hier plus minus 5 mm länger oder kürzer machen. Mit den Alu-Teilen kannst du natürlich auch alles hier einstellen, was nicht stört, sondern ich hab's vergessen. Vor- und Nachspruch an der Hinterachse. Vorne kannst du natürlich hier alles einstellen, ist einstellbar so mit Gegengewinden. Stoßdämpfer sind riesig, wie du siehst. Vorne natürlich wie immer bei Buggys ein bisschen kürzer, außer bei Techno, die machen es auch gern. Lang vorne habe ich auch gern. Typisch Buggy auch. Alles hier im Freien, wenn du dich umkehrst. Kein Schutz darüber, das ist schade, hätten wir ja gern gehabt. Die Form, die Farben, magst du oder nicht. Ich finde es super cool. Orange, blau, weiß. Es
kann nur cool sein. Die Reifen fühlen sich wirklich super an gegenüber jetzt die Robau RTR oder so. Natürlich sind es keine Allrounder-Reifen, sind typisch jetzt Pistenreifen. Was ich nicht weiß, ob die dann gut sind auf Kunstrasen. Aber ich schätze mal, im Sand oder so sehen die nicht so schlecht aus. Kunstrasen können sie vielleicht auch gut sein. Die haben nämlich nicht vielleicht so viel Seitengrip. Wir haben hier abgerundete Teile am Rand, dass das Auto ein bisschen Seiten rutscht, nicht so viel Grip kriegt. Original geht die Antenne hier aus dem Dach. Das ist für mich total falsch. Umkehren, wird sie geknickt, wird sie geripst und dann wird sie abgerissen und dann ist fertig mit Receiver, kannst du sofort schmeißen. Also habe ich sie reingemacht, ist klar. Das Aluminium wie immer schön verarbeitet bei Serpent. Was ich auch mag, Unimats Korall jetzt probiert zu schließen, das finde ich falsch. Ich habe es wirklich nach Erfahrung kann ich sagen, dass hier ein offener Ritzel viel besser ist, weil das Zeugskanal ist hier rausfliegen. Bleibt nicht drin, dreht nicht darum, blockiert Motor nicht. Kann natürlich immer noch passieren, das weißt du. Aha! Moment mal, ich komme gerade, eine Batterie ist bereit. So. Viele mögen das nicht. Das macht auch Robau. Ich mag es. Ich habe es lieber als die Total-Aluminium-Kapseln. Wir haben in der Festigung weniger Spiel. Kannst natürlich abreißen, kaputt machen. Aluminium hält da ein bisschen besser, ist aber teurer zum Ersetzen. Das ist wie immer jeden Fall gegeben, was er lieber hat. Bei Robau ist es ein bisschen besser, weil du einen Gewind drin hast. Kannst eine Schraube dran machen, dass es nicht einfach so rauspoppt. Hier kann es natürlich passieren, wenn du so rumrippst, glaub mir, das wird dir passieren. Sag nicht, das passiert keinem. Kann sein, dass es hier abgeht. Auf dem Monster Truck ist mir einmal passiert, auf dem Truck nicht. Also habe ich da kein Bedenken. Stabi-Stange sind auch immer wie bei Serpent immer hier mit einem Kugelkopf direkt von oben in Querlenker drin. Und die Querlenker sind allerdings dieselben als die 811er Serie. Was ich nicht weiß, ist auf dem SRX 8 Competition, das heißt der Bausatz, dort die auch drin sind oder nicht, da brauche ich euch Hilfe. Wir haben immer wie bei Serpent immer, kein großer Kicker. Wir haben hier eine lustige Form für die Madeschraube-Auflage, weil der Kicker ist auf der Zelle gemacht und die ganze Lenkung liegt da schräg mit, was nicht so viele Hersteller machen. Dämpfer kannst du natürlich einstellen, wie bei jedem, mehr oder weniger liegen. Da drin haben wir die Bauweise von dem 811er. Heißt Motor vorne. Wie gesagt, auf dem Buggy musst du einen kurzen Motor haben. 1900 kV ist für mich eine gute Wahl, weil auf dem GT 811er war dein 2400, du konntest es nur 4S fahren. Und da braucht es sau viel Strom. Auf dem 811er GT passt mir nicht, deswegen fahre ich den LVB. Zentativ mit Stahlritzel. Ich habe gern Kunststoff, ist leise. Dazu kommt noch, dass die Ritzel ja schön geschützt ist vom Gröll, von der Karo und von der Bauweise, weil es ja so rum gebaut ist. Das ist das Problem. Vielmals, wenn Autos Motor hier haben und Regler hier, dass das Zeug reinfliegt, da drin hängen bleibt. Und da der Motor oder Ritzel killt oder so, bei Arma ist es da viele Leute passiert, dass dann der Motor auf einmal so getanzt hat, weil das die Achse krumm war oder wo der Motor sehr heiß ist, hat die Achse gekappt und so weiter und so fort. Servo ist jetzt stehend drin, also liegen anstatt stehend und so kommt man besser zum Zeugs. Ich kann verstehen, dass ich habe noch 3 Minuten. Jedes Mal auf der deutschen Version, Jungs, ist die SD-Karte voll. Ich muss unbedingt daran denken, jetzt mal die SD-Karte zu ersetzen. Also der Servo steht. Er liegt jetzt, kommst du besser zum Zeugs. Ich kann verstehen, dass er vorher stehend war. Vom Lenkweg alles her. Aber es ist einfach zugänglicher, ist schöner. Wir haben einen ZTV-Regler drin. Programmierungskarte ist nicht dabei. Du brauchst einfach die normale ZTV-Karte hier. Habe ich die.
Auch guter T2M etc. Hat 11 Einstellungsmöglichkeiten. Die drosseln die Einstellungen meistens nicht. Das werden wir noch probieren. Receiver in der kleinen Box hier ist jetzt besser gemacht. Die Kabel sind nicht mehr gekappt. Sie haben ein bisschen mehr Platz gebaut hier für die Kabel. Achtung, wenn du Lipo reinmachst mit Kabelung und nicht mit dem Stecker hier direkt rein, dass natürlich den Balancer und den Stecker nicht hier in der Nähe vom Hauptzahnrad oder hier das Zeugs kommt. Hier ist sehr eng mit der Ritzel immer. Aufpassen, dass sie sich nicht löst. Sie kann nicht in den Lipo rein, wenn sie genügend groß ist, weil sie dann da reinstützt. Also einfach aufpassen hier, Jungs. Flügelhalter ist auf ein Teil. Ich habe da nicht geguckt, ob es mehrere gibt für verschiedene Winkel. Aber wahrscheinlich hast du hier die Keile, die das ermöglichen. Wir haben hier eine Aluverstrebung. Wieso weiß ich auch nicht. Ich finde es besser, wenn es flexibler ist. Geht weniger kaputt. Winkel von Wellen, alles egal. Ich habe jetzt Maximum eingestellt vom Federweg. Funktioniert, auch wenn du voll reindrückst, klemmt nichts. Und das ist mal toll. Lipo sind auch schön reingemacht. Du hast hier ein Flachteil, wo es aufliegt. Hier ist es flach und hinten vorne auch. Das ist schön. Karohalter sind auch gut gemacht. Hinten hast du sogar ein Teil, das sich bewegt, damit die Karo nicht, weil der Buggy-Chassis flext. Und da passiert sowas mit der Karo, verreißt manchmal. Das ist cool. Also, Funke ist leider immer noch dieselbe Dragon RC, die gut ist. Du hast Drosseln, Gas, alles was du willst, aber Bremse nicht. Das ist schade hier. Die Bremse ist zu kurz, zu brutal. Werden wir sehen bei der Probefahrt. Das ganze Papierkram ist dabei und ist gut gemacht. Und jetzt muss ich gehen. Eventuell rede ich jetzt schon im Leeren. wenn es der Fall ist, diesmal mache ich den Rest wieder ran. Und weil das ist ja das dritte Mal, dass das Ende fehlt. Money, money, money.